Mein Name ist Mario Röllig. Ich bin 53 Jahre alt und möchte hier rund um den Kollwitzplatz im Wahlkreis 08 fürs Berliner Abgeordnetenhaus als Direktkandidat der CDU antreten. Aufgewachsen bin ich in Friedrichshagen am Müggelsee. Aber natürlich kenne ich als Ur-Berliner auch den Prenzlauer Berg schon seit meiner Jugend. Wie oft bin ich mit meinen Freunden dort um die Häuser gezogen? Egal, ob in der Disco Café Nord oder nachts um 3 in der Schönhauser Allee bei Konopke noch eine Currywurst essen. Schon damals war es hier verrückter, bunter und toleranter, anders als in der sonst so grauen, spießigen DDR. Nach der Wiedervereinigung konnte ich besonders hier rund um den Kollwitzplatz die Aufbruchsstimmung spüren. Die Häuser wurden saniert, Kunst und Kultur entfalteten sich. Start-ups, Bars, Restaurants und Clubs siedelten sich an. Prenzlauer Berg wurde hip für Touristen und auch für Neuberliner. Meine politische Heimat fand ich 2003 in der CDU. Kai Wegner und ich sind uns da völlig einig. Einheit in Vielfalt und Vielfalt in Einheit. So wurde ich 2018 Mitglied der Lesben und Schwulen in der Union und bin seit 2019 ihr Berliner Landesvorsitzender. Meine Mitstreiter, meine Freunde und ich, wir sind die bürgerliche Stimme der Berliner Community. Doch ich bin durchaus auch konservativ. Konservativ bedeutet für mich heute, überhaupt den Mut zu haben, Werte zu bewahren, das Neue aktiv anzunehmen und die moderne Gesellschaft mitzugestalten. Dazu zählt eine soziale Politik für die Menschen, mehr Eigenverantwortung in der liberalen Bürgergesellschaft und ein würdevolles Leben in Freiheit. Diese drei Wertvorstellungen sind eng verbunden mit meiner Geschichte. Mit 16 Jahren sollte ich meinen Freund aus West-Berlin bespitzeln und auch andere Menschen in meinem Umfeld. Als ich dies ablehnte, wurde der Druck auf mich immer stärker. Und ich wurde durch die Stasi überwacht und gedemütigt. Am 25. Juni 87 versuchte ich zu flüchten, wurde dabei verhaftet und saß in Einzelhaft im Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. Durch die Bundesrepublik wurde ich freigekauft und lebte seit März 1988 in West-Berlin. Erst mit dem Mauerfall konnte ich meine Familie wiedersehen und kehrte später auch in den Prenzlauer Berg zurück. Es war für mich lange schwer erträglich, dass ich die, die mir einst das Leben so schwer gemacht haben, dann immer wiedersehen musste. Als Politiker in der PDS, in den Ämtern und den Verwaltungen und auch in der freien Wirtschaft im wiedervereinigten Berlin. Dagegen musste ich etwas tun, für mich und für viele andere ehemals Verfolgte. Seit 21 Jahren bin ich in der Gedenkstätte in Hohenschönhausen als Zeitzeuge tätig. Ich führe dort Besuchergruppen und halte Vorträge weltweit in Schulen und Universitäten. Ich kämpfe aktiv als Stiftungsbeirat in der Gedenkstätte Hohenschönhausen und als Beirat im Härtefallfonds für SED-Opfer gegen das Vergessen. Zukünftig will ich mich als Abgeordneter in meinem Wahlkreis für die Stärkung der lokalen Kunst und Kultur, für die Gewerbetreibenden und den Einzelhandel einsetzen. Ich möchte besonders für die Gastronomie eine verlässliche Perspektive nach Corona schaffen. Mir ist es wichtig, gerade aufgrund meiner Erfahrungen in der Diktatur, mich für einen funktionierenden und verlässlichen Rechtsstaat einzusetzen, der die Grundrechte jedes einzelnen Menschen schützt, damit die Vielfalt auch hier im Kiez erhalten bleibt. Eines kann ich Ihnen versichern. Mit meiner offenen, ehrlichen und geradlinigen Art setze ich mich hier für die Menschen ein. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme.